die Lösung in der Sendung sagt, bekommt das Geld. Wer ist denn da? Hallo? Sie haben es geschafft, melden Sie sich. Zu wenig Kohle im Becken? Hm, dann spielen wir weiter. 3, 2, 1, weiter. 18 darf nicht angerufen werden. Tut es nicht, sonst sind eure Eltern nur böse. Oh, es hat geklingelt, Sie haben es geschafft. Wer ist da? Guten Abend, hier ist der Klaus. Guten Tag, Klaus. Was willst du uns sagen? Welcher Beruf soll das sein, Klaus? Der Berufsfahrer. Der Berufsfahrer? Klaus, nein, aber bleiben Sie mal dran. Sie kriegen trotzdem 10 Euro. Großpreis. So, und jetzt brauche ich aber hier eine andere Antwort. Das war ein bisschen zu lang, hm? Kommen eine Leitung von uns. Ist es die 8 oder die 11 im richtigen Moment? Klingelt und Sie schaffen es. Wer ist denn da? Genau so. Hallo? Jetzt müssten Sie mich in Ihrem Telefon hören. Hallo, hallo? Keiner dran? Rufen Sie nicht an, wenn Sie es nicht wissen. Was machen Sie denn da? Was mache ich jetzt da? Noch eine neue Runde starten, oder? Dann sage ich doch mal, wir verbessern die Chancen und starten nochmals das Band. Ich aktiviere 3 Leitungen. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Ja, wir kriegen einen Tipp. Sehr gute Neuigkeiten. Dreifache Chance, ein Tipp und das Band startet. 3, 2, 1, ab jetzt. Steht auch aus 20ern, 10ern, 50ern und Sie haben es geschafft. Hallo. Ja. Hallo, guten Abend. Hallo, auch noch in der entscheidenden Minute. Super. Ja. Und was suchen wir? Den Namen Fuhrmänner. Fuhrmänner? Ja. Das ist nicht richtig. Bleiben Sie in der Leitung. 50 Euro für Sie, Trostpreis, weil das Becken ziemlich voll war und weil das nicht richtig ist. Jetzt dachte ich aber, es sieht nicht schlecht aus. Fuhrmänner, das passt doch. Ah. Oh Gott. Hat's bei Ihnen jetzt auch gerade Klick gemacht? Ich gebe Ihnen die Chance, jetzt zu gewinnen. Mit 5 Leitungen. Nur anrufen, wenn es bei Ihnen Klick gemacht hat und Sie wissen, was rauskommt. Ich muss jetzt aufpassen, dass wir nicht so viel Platz hier verschenken. Ja, jawohl, da ist jemand. Hallo, wer ist dran? Hallo? Also manchmal verstehe ich das einfach nicht. Ich sag doch immer wieder die Mitmachregeln. Ruft nicht unter 18 an, bitte. Oder was auch immer das jetzt gerade war. Hören Sie hin, welche Leitung Sie treffen. Ich gebe Ihnen jetzt nochmal die Chance. Und falls Sie jetzt gerade noch gezögert haben und sich nicht eingewählt haben, Sie haben es gesehen oder gehört. Es kann sehr schnell gehen. Wählen Sie sich ein. 3, 2, 1, Band läuft. Nochmal zum wiederholten Male. Oh, oh, oh. Schauen Sie, das Geld. Oh, Sie haben das Band angehalten. Wer ist denn da? Hallo, das ist der Roland. Roland? Gut, dass du dran geblieben bist. Ich habe schon gedacht, du legst jetzt auf, weil du die 500er noch haben willst. Wenn du jetzt löst, kriegst du den Inhalt des Beckens. Was kommt raus? Aufwärmen. Roland, wir suchen doch einen Beruf. Ach komm, was ist denn jetzt schon wieder los? Nein! Aufgepasst, ich starte nochmal das Band und jetzt ist es sicher, der 500er wird reinfallen. Oder nicht? Noch ist eine kleine Strecke da, die er zurücklegen muss. Schauen wir mal. 5, 4, stoppen Sie das Band. Oh, unglaublich, wer ist denn da? Hallo? Wollen Sie jetzt, warum rufen Sie denn an, wenn Sie noch abwarten wollen, dass die 500er reinfallen? Sie können mit jedem Anruf gewinnen. Und jetzt wird sogar noch brenzliger, weil ich jetzt statt 5 Leitungen, ja, gezwungen bin, 10 aufzumachen nach 2 solchen Katastrophen. 10-fache Chance für alle, die es wissen. Und jetzt kurz warten, ja? Dann fallen die 500er rein. 3, 2, 1, los geht's, 10-fache Chance ab jetzt. 10-fache Chance und... Hervorragend, wer ist in der Leitung? Sie haben es geschafft. Servus, du bist der Sepp. Servus, Sepp. Wo kommst denn du her, aus welchem Bundesland? Aus Österreich. Ach, aus Österreich. Jetzt dachte ich schon Bayern. Aus Österreich, das ist ja eigentlich irgendwie noch besser. Jetzt geht nämlich ganz viel Geld nach Österreich. Ich gehe davon aus, dass du die Lösung kennst. Hast du die Antwort? Ja, ich glaube, ich habe den Namen Hermann gefunden. Bleib mal in der Leitung. 100 Euro Trostpreis, weil das wäre jetzt so viel Geld gewesen, wenn du mir einen Beruf genannt hättest und nicht irgendeinen Namen, der da drin steht.
Ihr müsst, oder besser gesagt, Sie müssen doch hier lesen, was wir von Ihnen wollen. Habe ich das irgendwie jetzt schon länger nicht mehr erwähnt, dass wir hier einen Beruf hören wollen? Ich schieb mir das dann immer irgendwie selbst in die Schuhe, weil ich bin hier, um das Spiel zu erklären. Und wenn sowas passiert, dann denke ich mir, das liegt jetzt daran, dass ich das nicht die ganze Zeit sage. Ein Beruf! Bitte. Ich starte jetzt einmal noch. 3, 2, 1, läuft. Und Sie machen jetzt was draus. Holen Sie sich das Geld. Hier, die Scheine wandern in das Becken. Es wird immer mehr. Ich brauche Ihre Antwort. Ja! Herzlich willkommen. Wer ist am Telefon? Ist Katharina. Katharina, Sie sind jetzt die potenzielle Gewinnerin. Welchen Beruf suchen wir, Katharina? Umherwerfer. Den wie bitte? Den Herwerfer. Umherwerfer? Was? Was ist denn das für ein Beruf? Kleine Kinder umherwerfen? Animateur? Umherwerfer? Hammerwerfer? Was machen Sie denn hier mit unserem ganz normalen Beruf? Das ist ein Beruf, den jeder kennt. Jedes Kind kennt diesen Beruf. Grisou, der kleine Drache. Ich will aber werden. Was ist das? Ich will jetzt einen Gewinner. 3, 2, 1, los. Und Sie rufen jetzt bitte an. Sagen Sie mir die Lösung. Hier ist Fünfer, das große Geld. 10, 20, hat geklingelt. Jetzt hat geklingelt. 30, herzlich willkommen. Wer ist denn da? Na gut, das ist der Kai-Uwe. Hallo, Kai-Uwe. Du hast es geschafft, du bist da. Wir ermitteln gerade den Gewinn, um den es geht. Sag mal, was kommt da raus? Hermann. Wie bitte? Hermann, hast du gerade gesagt? Hermann. Fährmann? Rüdiger? Ah, Rüdiger! Bitte, stürz dich jetzt nicht vom Bett vor lauter Ärger. Ich weiß es nicht. Hier, ich habe gerade 30 Euro auf den Boden geworfen. 30 Euro? Ja. Das ist wie Grisou, der immer gesagt hat, ich will Finanzminister werden. Ich will Finanzminister werden. Genau. Na, das war der... Oder? Das war doch der kleine Drache. Hatte auch der immer eine rote Mütze. Ja, und der wollte doch immer Finanzminister werden, oder? So wie der... Oh nein. Also, es hat ja gerade geklingelt. Wir haben gerade eben... leider was Falsches gehört, was soll's. Ich gebe Ihnen jetzt nicht mehr diese Leitungen hier, vergessen Sie es. Achtung, rufen Sie mal kurz nicht an, wir wechseln den Modus. Ich muss jetzt klappen. 3 und Sie wurden ausgewählt vom Hot Button und sind jetzt im Studio. Wer ist denn da? Mein Name ist Schneider, guten Abend. Guten Abend, Frau Schneider, Sie haben schon fast gewonnen. Oh. Sie haben jetzt das exklusive Recht, richtig zu antworten. Dann geht's für Sie um 6.240 Euro und einen neuen Fernseher. Wissen Sie, was da rauskommt? Feuerwehrmann. Ganz genau. Was? Das war's. Sie haben das Wort gesagt und Sie haben gewonnen. Na super. 6.240 Euro. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Gut, dass Sie so lange wach waren. Ja, hat sich gelohnt. Bleiben Sie dran, holen Sie Ihre Kontodaten raus. Dann überweisen wir Ihnen noch heute Ihren Gewinn. Danke. Herzlichen Glückwunsch, sage ich. Und alle anderen, es tut mir leid, es kann eben immer nur einer gewinnen. Wir sehen uns am Mittwoch. Bis dann. Ciao, das war ich, die Miriam.